Und damit herzlich willkommen zurück zu Quakensang Online, zu dem Video, wo ich das Event mal kurz erklären wollte. Ich habe das vorhin mal durchgespielt, es hat fast eine Stunde gedauert, daher werde ich davon jetzt kein Stundenvideo machen. Aber zur kurzen Erklärung. Hier steht im Prinzip ein Sammler Eier öffnen von würdigen Gegnern. Die droppen im Prinzip ganz random. Ich habe jetzt gerade hier zwei euch welche droppen bekommen. Zack. Und mit 5 von diesen Eiern, was auch hier steht, kann man Kristalle der Wahrheit sammeln aus diesen Geburtstagseiern, aus diesen hier. Die stehen auf jeder Map so rum. Immer an den gleichen Stellen, also man kann sich ruhig merken, wo die sind. Zack. Daraus gibt es dann irgendwas Verbrauchbares meistens und ein paar Kristalle der Wahrheit. So, das waren jetzt 10 Stück und wenn man jetzt den Bonuscode auch eingibt, den es heute gibt, cool Adventures, also cool Adventures, zip, ju, dann gibt es dort einen kleinen Buff. Dieser ist quasi dafür da, dass 10 Minuten lang plus 5 Staffelgröße für die Kristalle der Wahrheit. Quasi, wenn wir jetzt nicht gerade 10 gedroppt, sondern dann 15 aus diesem Ei. So, das ist quasi der kleine Bonuscode, ist nicht wirklich viel, wie gesagt, für 10 Minuten ist es so, ja. Ich habe hier auch noch irgendwo, wenn ich mich nicht irre, hier, den habe ich auch noch irgendwo hergefunden. Auf jeden Fall, des Weiteren, mit diesen Kristallen der Wahrheit, ne, die man dann halt so bekommt. Ich habe meine jetzt, da, 924 Stück. Damit kann man jetzt in Kingsley Sachen kaufen. Wo ist die Karte? Da. Zip. So, wie ich der Geist über Luftballons dranhängen, das ist irgendwie richtig cool. Gefällt mir. Und hier ist ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Wo der eine gewonnen hat, der sich freut. Und der wird ausgedacht, weil er verloren hat. Und ja. Finde ich übrigens ein sehr cooles Detail. Gefällt mir. So. Von diesem Typen hier in der Mitte. Ja, dieses schicke D-Zeichen, was immer auch sehr cool ist, muss ich mir ehrlich gesagt sagen. Warte, ich muss das gleich nochmal an. Kann ich als Thumbnail benutzen, so. Warte, hab's gleich. So, ein bisschen noch nach unten. So, müsste eigentlich so reichen, ne? Jetzt, große D. Ja, mit Feuer, sehr schön. Nutze ich überhaupt nicht für mein Thumbnail, warte. Nachdem ich die Map hier weggemacht habe, damit man das dann besser sieht, werde ich das überhaupt nicht als Thumbnail benutzen. Da muss ich jetzt mal kurz durch, muss kurz warten. Yay, großes D. Ja, wie gesagt, von diesem Typen kann man sich dann von den Kristallen der Wahrheit das kaufen, was auch immer man möchte. Ja, wie gesagt, hier ist der Bonus, den ich gerade schon hatte. Das ist der vom Bonuscode und das ist der halt nochmal für auch ein bisschen mehr. Ja, genau. Dann gibt es diese Geburtstags-Arena-Chips, da kommen wir noch zu. Die können auch. Da komme ich gleich zu. Und es gibt halt diese Pinata-Knüppel, wovon ich mir jetzt mal einen kaufen kann. Das weiter geht gerade nicht. Jetzt habe ich quasi 12 Knüppel. Kurz zu diesen Dingern, die können auch zufälligerweise aus den Eiern droppen, was einen in die Arena geht, sobald man einmal auf Rechtsklick drückt. Und das ist quasi so etwas ähnliches wie die Stellengold-Arena. Wer das jetzt gerade nicht weiß, soll mal in meinen alten Videos gucken. Ich habe das, ihr habt das genannt, Dragon Online Stellar Gold, also im Englischen Stellar Gold. So, da solltet ihr da mal kurz nachgucken, wie das ungefähr aussieht. Es ist im Prinzip dieselbe Arena, mit auch, also mit demselben Ablauf von den Monstern her, nur halt ein anderer Hintergrund, anderer Untergrund. Das ist, also optisch sieht es ein bisschen anders aus, ansonsten ist es, exakt dasselbe. So, deswegen, das hat jetzt vorhin fast eine Stunde gedauert, das werde ich nicht nochmal machen, das war irgendwie langweilig. Keine Ahnung, eine halbe Stunde, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber sehr lange. Tot. Ach du bitte. Auf jeden Fall. Wo wurde ich gerade? Achso. Die Pinatas, die man halt bekommen kann. Okay, Party. Kann man denn hier verknüppeln? Wie gesagt, einzig mal einen zufälligen Gegenstand aus dem Angebot des Eventhändlers zu erhalten. Vom Genug quasi ein zufälliger Gegenstand. Von dem Ganzen hier ist ein zufälliger Gegenstand. Es sind natürlich meistens die Farben, weil die am günstigsten sind. Du kriegst jetzt nicht sofort immer die Kampfsau jedes Mal. Ich kann da einmal draufkloppen hier auf dem Ding.
Und ich habe jetzt zwei Glücksserien der Einfärbung bekommen. Wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Hier. Eine zufällige Farbe ist einmal ein Blattgrün und einmal ein Meerblau. Machen wir nochmal einen auf. Und zwei Glücksserien der Einfärbung. Haben wir diesmal ein Smaragdgrün und ein Abendrot. Ja. Okay. Ja, so viel dazu. Man kann auch noch hier bei Grimzig. Da gibt's für 7 Knüppel gibt's irgendwas Zufälliges von den Reittieren hin. Da ich davon jetzt nichts haben möchte, lasse ich das einfach mal. Dann gibt es. Ich werde aufmachen, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Weiß ich auch so nicht, okay. Dann gibt es bei Sumpe ebenfalls dasselbe. Gibt auch so ein Teil. Nur halt für extrem teure 350 Knüppel. Wo ich halt ein zufälliges Teil hiervon habe. Und wenn ich wirklich Pech habe, dann gebe ich 350 Knüppel für ein Legi aus. Wenn ich wirklich Pech habe. Und das ist dann echt insgesamt viel. Eigentlich wollte ich die gerade aufmachen, gucken, was da drin ist. Müll. Okay. Und was aber am meisten Sinn macht, denke ich mal, ist bei dem Edelsteinhändler. Dass da wirklich irgendwas Vernünftiges dabei ist, quasi hier bei ihr. Da werde ich noch ein bisschen draufkloppen. Ein einfacher Zianit. Das warte ich, dass sie heil ist. Hopp. Eingespielter Onyx. Die Luftballon ist viel geil. Ja, komm schon, komm schon. Noch eingespielter Onyx. Es ist quasi jetzt so. Das ist quasi so das Zeug, was man hier rauskriegt. Ich kann die Arena gleich nochmal herzeigen. Ich werde sie dann gleich nicht machen. Ich werde es einfach abbrechen, weil. Pff, oh nee, brauche ich nicht. Zack, hier haben wir noch einen einfachen Zenit. Weil ich habe die, wie gesagt, vorhin gemacht und es ist einfach so. Oh. Ja. Ein Diamant. Boah, das ist doch, denke ich, ganz okay. Dauert halt nur relativ lange, diese Pinata-Knüppel zu bekommen. Wie gesagt, wenn man in der Arena drin ist, geht das relativ schnell. Ich habe jetzt in dem einen Run ungefähr 900 gemacht. Von den Teilen hat eine Stunde gedauert. Ist ja ein paar Zenit. Es geht. Es ist nicht wirklich viel, es ist aber auch nicht extrem. Es ist in Ordnung. Würde ich sagen. Die mit dem Hexenwesen hier, das ist cool. Zack. Und hier habe ich jetzt noch einen Splitter Onyx bekommen. Juhu. Und diesmal habe ich noch einen Diamanten bekommen. Noch zwei Stück kann ich auch machen. Wie gesagt, beim Mob gibt es halt meistens Farben, wie man gerade schon gesehen hat. Zwei Stück ist auch in Ordnung. Ein Zyanid. Okay. Habe ich da schon irgendwas? Die kann dazu. Die passt dann nicht. Die anderen auch nicht. Sollte habe ich noch drei Farben über. Nee, doch. Nee, passt gar nicht. Super, noch mehr Farben hier rumfuseln, ey. Schön. Und jetzt habe ich einen einfachen Diamant bekommen. Das war's aber, ne? Das war's. Ja, das waren mal alle meine Wesen. Das war im Prinzip das, was rausgekommen ist. Hier ist einfach Diamant. Und, ja, wie gesagt, die Sterngold-Arena einfach, wie gesagt, über die Dinger bekommen, einen Rechtsklick drauf machen und zack, ist man schon drin. Und das ist im Prinzip dasselbe System wie das Sterngold-Event. Man drückt hier auf. In dem Fall auf die Fahnen, nicht auf die Sterne. Wenn die Fahne fertig ist, kann man die aufmachen. Wenn die Fahne fertig ist, kann man den aufmachen und so weiter und so fort. Und hier sieht man schon, hier ist Atlantis. Hier ist die Mydrosh-Erweiterung. Hier unten ist Lord Tuck. Und ja. Hier stehen auch die Leute richtig, ne? In Mydrosh, hier stehen die Zwerge. Hier stehen die Atlantis-Leute. Ja. Hier steht auch noch ein bisschen Atlantis. Das ist so Jarlshofen und so geht die Gegend. Und das ist halt die Anfangsgegend. Da stehen auch die richtigen Leute dazu. Ist auch schon mal schön. Hier oben haben wir noch König Harold, Queen Antonia, der Zwerg, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, und seine Frau oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ja. Und wie gesagt, sobald man auf Start drückt, ich sag's nicht mehr, kommen die ganzen Viecher und dann darfst du sie kaputt hauen. Ich hab's jetzt vorhin versucht. Ich bin jetzt zwar gestorben, aber nicht oft.
hab's solo hinbekommen. Also in denke mal in der Gruppe total easy. Gut. Das war erst soweit davon. Das ist mir gedroppt. Freue nicht. Ja, ich habe noch 109 Eieröffner, die ein bisschen auer aussehen, aber das ist jetzt, ja. Okay. Was bist du denn? Ich bin erst mal drauf, okay? Ah, okay. Ich finde mich gerade im Ort. Okay, dann würde ich sagen, es geht beim nächsten Video weiter. Wahrscheinlich morgen irgendein kurzes Video zu irgendwas und dem aktuellen Bonuscode. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.